Magischer Moment. Also wo wir sind, wir sind gut vor der Schwalm Wand. Das ist so der Pinzgauer Hausberg, sag ich mal. Und eine wunderschöne, feine Skitourenroute. Und man stellt ja so im Laufe des Tages ganz oft anderen Menschen die Frage, wie geht's dir denn eigentlich? Wie geht's dir denn? Manchmal stellen wir die Frage sogar so, dass uns eigentlich wurscht ist, was die Antwort ist. Und manchmal interessiert es uns wirklich. Und die Einladung ist, dass man viel, viel öfter im Alltag uns selber die Frage stellt, wie geht es mir eigentlich? Und dass man ganz bewusst an den Körper fragt, Körper, wie geht es dir denn? Wie würdest du das beschreiben, wie es dir jetzt in dem Moment gerade geht? Und wenn ich jetzt reinhauche auf meinen Körper, dann muss ich sagen, dann ist der Körper entspannt, er ist irgendwie, wie soll man sagen, lebendig. Und dann haben wir die Möglichkeit, dass wir unser Herz fragen, wie geht es denn mein Herz? Und wenn ich jetzt mein Herz frage, wie geht es mein Herz, dann weiß ich, mein Herz, das ist offen, dem geht es gut. Das Herz geht auf, wenn du in der Natur bist, in der Gegend. Und dann haben wir noch die Variante, dass wir ganz explizit unseren Verstand fragen. Und sagen, Verstand, was sagst denn du jetzt gerade? Was meldest denn du rück? Und dann frage ich den Verstand und dann der Verstand ist eigentlich gerade ruhig, klar, unaufgeregt. Und wenn wir jetzt nur eine Instanz tiefer gehen und sagen, okay, wenn jetzt der Körper das rückmeldet und das Herz das rückmeldet und der Verstand deshalb so ist, wie er ist, wie würde man denn das Gesamtkunstwerk gerade beschreiben? Und wenn du dann sagst, ja, es geht mir so richtig gut, ich bin zufrieden, ich fühle mich lebendig, dann passt für den Moment alles.